kommt zurück, ja, heute geht es noch um ein Gewinnspiel. Ich wollte jetzt schon länger mal eins machen. Und es sind zwei Gewinner. Einmal was Kerziges für die Kerzenfreunde und einmal budgetingmäßig. Also es wird ein paar Sparspiele geben, Spar-Challenges, ein bisschen Zubehör, ein Binder. Und für die ganzen Budgeting-Freunde, Sparspielfreunde. Und ich werde das auf alle Fälle aufteilen, das Video. Jetzt als erstes werde ich das Kerzige zeigen. Ich werde das auch in die Timestamps unten setzen. Da könnt ihr dann genau gucken, wann welcher Teil losgeht. Für die, die jetzt nicht das Budgeting sehen wollen oder jetzt nicht das Kerzige sehen wollen, die können es dann überspringen. Und teilnehmen könnt ihr, wenn ihr 18 seid, also 18 Jahre, wenn ihr Abonnent seid von mir, das ist ganz wichtig. Und ihr schreibt einfach unter diesem Video dann Team Kerze oder ja, Team Kerze. Und die, die das Budgeting gewinnen wollen, schreibt ihr dann Team Budgeting. Da weiß ich genau, wer wo dran teilnehmen möchte. Und das wird dann auf alle Fälle ausgelost in meinem nächsten Video, was ich dann später mal drehe. Es wird eine Woche gehen ungefähr, ja, eine Woche. Das werde ich auch wieder alles in die Infobox packen und auch hier einblenden, bis wie lange das Gewinnspiel geht. Und ja, ist einfach so ein kleines Dankeschön an euch für die jahrelange Unterstützung. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Es ist relativ viel, was ihr gewinnen könnt. Es ist jetzt nicht nur Kerziges dabei. Ich zeige jetzt erstmal das, was jetzt nicht Kerziges ist. Und da könnt ihr einmal gewinnen. Eine Handcreme von Sensi Hibiscus Pineapple. Die ist noch original zu, ich kann es euch auch zeigen. Das ist noch von meinem Fundus. Die habe ich mir nämlich damals zweimal gekauft. Und die ist super pflegend, man braucht extrem wenig. Und da ist drin Hibiskus, Ananas und Mandarine. Und genau danach riecht es auch. Ist schön sommerlich, frühlingshaft. Sind, wie viel ist da drin? 80 ml. Hält extrem lange. Ich habe da auch teilweise mein Gesicht mit eingecremt. Immer Bombe. Das könnt ihr gewinnen. Dann könnt ihr gewinnen eine Handseife. Das ist jetzt eher eine Herbstkollektion, das ist der Bright Side Life und da soll drin sein, jetzt muss ich mal gucken, wo hier das Deutsche steht, ach ja, würzig frisch geernteter Apfelwein, Kürbis und roter Apfel, nach dem riecht es, ist auch noch original zugeschweißt, da habe ich ja, ich habe glaube noch eine hier daheim und ja, ist jetzt herbstliches, könnt ihr aufheben für den Herbst. Und da ist insgesamt 228 Milliliter drin, braucht man auch extrem wenig. Das ist noch die alte, der alte Pumpspender. Sensi hat ja jetzt die neueren Handseifen, die etwas größeren. Und ja, das könnt ihr gewinnen. Dann könnt ihr gewinnen von Sensi ein Duschbad. Und das ist der mein heißgeliebter Mega Splash. Und das soll riechen nach taufrische Melone, grüner Apfel und der kiesfarbenes Wasser. Und da ist insgesamt 228 Milliliter, braucht man auch extrem wenig. Trocknet die Haut auch überhaupt nicht aus. Duftet schön, fliegt schön. Und auch original zugeschweißt auch bei mir. Den habe ich mir damals zweimal gekauft. Einmal habe ich selber jetzt aufgebraucht. Einer meiner Lieblingsdüfte. Und ja, das könnt ihr auch gewinnen. Kommen wir jetzt zu den kerzigen Sachen. Es ist mehr so Kleinkram. Da habe ich noch von Sensi ein Travel Twist, das ist relativ neu. Das ist Gogo Mango, das ist ein Mango-Duft. Der ist auch noch original zu und noch nicht wirklich verwendet. Das ist so ein für unterwegs gedacht, so ist ähnliches wie so ein Duftsack für die Handtasche oder für den Sportsack. Oder wenn er verreisen soll, geht oder wie auch immer in Urlaub oder so. Der riecht auch schön nach Mango. Ist überhaupt noch nicht verwendet bei mir. Und den könnt ihr gewinnen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das hält. Ich glaube, das soll wohl 3 Monate halten. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hatte den noch nie so in Verwendung gehabt. Den könnt ihr gewinnen.
Dann könnt ihr einen Clamshell gewinnen von Goose Creek, der Windblown Cotton. Ist so ein, war so ein nehme ich mal so ein Baumwollduft, frische Wäscheduft. Ja, putrig, leicht parfümig, süß. Ja, wie frische Wäsche, wie so Baumwolle, frisch gewaschene Baumwolle. Ja, absolut was fürs Bad. Mega schöner Duft, hatte ich selber auch noch nie gehabt, den Duft. Und ja, das ist noch mit dem Gewinnspiel mit drin. Dann ist im Gewinnspiel von Goose Creek der Christmas Magic mit drin. Gut, ist jetzt ein Weihnachtsduft, aber könnt ihr ja auch aufheben oder könnt ihr weiter verschenken, wie ihr wollt. Und das ist so ein Pfefferminzduft. Genau, schön pfefferminzig. Nicht so mega frisch, also das geht eher in so eine Pfefferminzstange. Ich finde ihn schön. Schön süß, leicht frisch, belebt die Nase, auch ein sehr schöner Duft, gibt es glaube ich auch so nicht mehr. Dann von Sensi ein komplettes Clamshell, hier kommt das Sunflowers, das hatte ich glaube ich mal im Tauschpaket, ist auch noch komplett voll. Ganz schöner floraler Duft, geht eher so in der Bodylotion Richtung so ein bisschen. Leicht süß floral, cremig. Hier unten kommt ein bisschen mehr die florale Note durch. Ja, auch ein sehr schöner Duft. Ja, sehr schön frühlingshaft, passt. Dann könnt ihr nochmal was von Goose Creek gewinnen, und zwar auch wieder ein Clamshell, der White Pine Lake. Den kenne ich zum Beispiel auch noch nicht. Das wird wahrscheinlich was Aquatisches sein, nehme ich mal an. Ja, das hat was Aquatisches. Das muss ich mal kurz rausholen. Oh ja. Der hat was von Pinie. Hat was Grünes, hat aber auch was Wässriges, Frisches. Ein sehr schöner Duft. Passt absolut in den Sommer, auch in den Frühling. Ja, echt schön. Leicht süß ist er auch. Ja, der ist schön. Der gefällt mir. Da passt das Label wirklich zum Duft. Spitze, den könnt ihr gewinnen. Dann könnt ihr gewinnen von Kringle Candle ein Daylight, und das ist der Away in a Manger. Ich habe keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Der ist auch schwer zu beschreiben, der Duft. Der hat was leicht Parfümiges. Ein bisschen was Dunkles, aber der ist echt schwer zu beschreiben. Leicht süß, leicht parfümig, wie gesagt. Hatte ich selber auch noch nicht gehabt an der Lampe. Den könnt ihr gewinnen. Dann könnt ihr was Florales gewinnen, auch wieder von Kringle Candle, ein Daylight, der French Lavender, also ein Lavendelduft. Ja, und das ist schöner Lavendelduft. Das ist, na doch, es geht so ein bisschen in krautige Lavendel, in so eine Gartenlavendel. Kann man sicherlich auch schön mischen mit irgendwas anderem oder mit einem anderen floralen Duft. Ja, ist auch sehr schön. Stinknormaler Lavendelduft halt. Dann könnt ihr noch gewinnen von Kringle Candle den Vineyard Harvest. Ich glaube, der ist relativ bekannt. Das ist, glaube ich, so die amerikanische Traube. Ja, genau. Ich glaube, den gibt es auch von Yengi. Der riecht, glaube ich, auch so ähnlich. Der riecht wirklich ein bisschen künstlich nach Traube. Aber ich finde ihn gar nicht so verkehrt. Schön fruchtig, süß. Leicht künstlich. Hat aber auch viele Fans. Den könnt ihr gewinnen. Dann könnt ihr gewinnen Lemon Lavender von Country Candle, auch ein Daylight. Ist auch wieder ein Lavendelduft mit Zitrus gemischt. Passt sehr gut ins Bad oder auch sehr gut in die Küche. Ja, es kommt schön die Zitrone durch. Danach kommt der Lavendel. Ein sehr schöner Duft.
Der neutralisiert also, glaube ich, so ein bisschen auch die Essensdüfte. Das habe ich aber noch nie so probiert. Wie gesagt, den hatte ich selber auch noch nicht gehabt. Dann könnt ihr nochmal von Kringle Canyon Daylight gewinnen. Das ist der Sea Breeze. Das ist ein klassischer Sommerduft. Hatte ich auch noch nicht selber noch nicht. Ja, der ist schön. Der geht wirklich in so ein bisschen in so eine tropische Richtung. Man riecht Kokosnuss. Man riecht Strand. Man riecht Urlaub. Der ist echt klasse. Leicht süß. Da ist auch noch was anderes mit bei. Der riecht parfümig auch. Ja, der ist auch sehr schön. Der Duft. Dann geht es weiter mit Country Candle Daylight. Das ist der Cotton Fresh. Ja, da sagt er ja schon der Name, wenn er was riecht. Schöner frischer Wäscheduft. Oh ja. Der geht in so eine ähnliche Richtung wie der von Sensi. Der. Ah, wie hieß denn der? Hieß der Clean Cotton? Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der frische Wäscheduft. Plus der ist nicht so beißend. Der ist ein bisschen abgedämpfter, so wie so frische Wäscheparfüm. Ja, auch geil. Kann man sicherlich auch schön mischen mit dem. Habe ich den schon vorgestellt? Wo ist er? Ach ja, genau, wie der von Goose Creek. Der Windblown und Cotton. Ich glaube mal, die beiden in Mischung, die kommen bestimmt auch sehr gut. Dann geht es weiter mit einem Kringle Candle Daylight. Den Kneaded Cashmere. Der ist, glaube ich, auch relativ bekannt. Das war mein Herbstduft gewesen. So ein schöner Kaschmirduft. Hat auch viele Fans. Ja, der ist ein bisschen schwerer, ein bisschen dunkler. Parfümiger, ich rieche auch leichte Vanille, schöne Kaschmirnote, ja, ist auch sehr schöner Duft, ist glaube ich auch sehr bekannt. Dann einer, der auch sehr bekannt ist, ist auch ein Kaschmirduft von Kringle Candle, das ist der Cold and Cashmere, den gibt es auch schon relativ lange, ich hatte ihn auch selber noch nie gehabt. Der geht wieder in eine ganz andere Richtung, der ist heller, weicher. Auch cremig, parfümig. Hier kommt nicht so extrem die Vanille durch. Aber auch sehr interessanter Duft. Ist kompletter Gegensatz zu dem vorhergehenden Kaschmirduft. Und dann zu guter Letzt bekommt ihr dann auch wieder noch den letzten Country Candle Daylight. Das ist auch wieder ein floraler Duft. Das ist der Fresh Lilac. Gut, ist jetzt nicht jedermanns Sache, florale Düfte, aber könnt ihr ja auch weiter verschenken. Oh, der ist schön. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das ist Flieder, wenn ich mich nicht täusche. Der riecht wirklich schön nach Flieder, schön frühlingshaft, putrig, floral, süß. Sehr, sehr geiler Duft. Kann man auch wieder sehr gut mischen mit so einem Cotton-Duft oder mit so einem Kaschmir-Duft, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder mit einem anderen floralen Duft. Der ist auch mega, hatte ich auch selber noch nie gehabt. Und ja, meine Lieben, das war auch schon das erste, der erste Preis, den ihr gewinnen könnt für die Kerzige Fraktion. Ich baue jetzt schnell meine Kamera um und dann zeige ich euch das zweite Gewinnspiel, den zweiten Gewinn. Und ja, würde ich sagen, bis gleich. Alle meine Lieben und willkommen zurück. Ja. Jetzt kommt der zweite Teil von dem Gewinnspiel und zwar das Budgeting-mäßige. Alles, was ihr hier seht, könnt ihr gewinnen. Ich zeige euch erstmal das kleinere. Das sind alles Challenge drin und ein paar Klappkarten mit drin oder eine Klappkarte mit drin. Ich zeige es euch mal, was ihr alles gewinnen könnt. Und zwar habe ich ein paar Sticker mit reingemacht, die könnt ihr gewinnen. Dann habe ich noch zwei Dankeschön-Challenge, gab es eine Ruppe-Challenge. Die packe ich mit rein ins Gewinnspiel. Dann eine Klappkarte, die Leo. Könnt ihr ruppeln, Tombola, abstreichen, würfeln. Hinten auch mit Tracker. Dann könnt ihr einmal den Schlangenträger gewinnen. Ist eine Ruppel-Challenge. Dann ist noch dabei die Kira. Ist auch eine Ruppel-Challenge. Sind 50 Euro insgesamt. Dann eine Merry Christmas. Hinten mit Tracker.
Dann ein Winterwurf, das ist eine Würfel-Challenge, 90 Euro. Dann nochmal eine Rubbel-Challenge mit 50 Euro. Dann nochmal eine Weihnachts-Würfel-Challenge für 80. Eine Rubbel-Challenge. Sind auch 50 Euro hinten auch mit Tracker. Dann eine Krambi Cat mit Tracker sind 55 Euro und nochmal eine in Schwarz. Ist genau, sind auch 55 Euro. Be Scratchy sind 45 Euro, ist aber dann eine Rubbel Challenge. Mit passendem Tracker auch wieder eine Rubbel Challenge. Da steht jetzt nicht drauf, wie viel der Wert ist. Dann eine Weihnachts-Challenge, auch wieder zum Aufrubbeln und zum Abstreichen. Dann auch nochmal eine Rubbel-Challenge und eine Würfel-Challenge. Dann nochmal eine Würfel-Challenge. Dann nochmal eine. Dann einmal die Fuchssporen. Ist so ein Labyrinth gemacht. Dann einmal Rock'n'Roll. Da kann man selber festlegen, wie viel die Gitarre wert ist und wie viel der Rock'n'Roll-Finger wert ist. Auch mit passendem Tracker. Dann auch wieder eine Rubbel-Challenge, eine winterliche, sind 50 Euro. Dann eine lose oder eine Würfel-Challenge, wie ihr wollt. Dann nochmal eine Rubbel-Challenge, sind 90 Euro insgesamt. Dann nochmal eine Rubbel- und ein Abstreich-Challenge, hinten auch mit Tracker. Dann eine sommerliche Challenge, das ist auch wieder beides in eins. Rubbeln, Tracker und ihr könnt hier würfeln oder lose, wie ihr wollt. Dann nochmal eine Rubbel-Challenge, die Pusteblume. Das sind insgesamt 130 Euro. Das ist schon ein bisschen was Höheres. Und jetzt die zwei relativ neuen Challenge. Das ist auch so eine Würfel-Challenge. Man könnte auch Tombola dafür nehmen, hinten mit Tracker. Und auch wieder eine Würfel-Challenge mit Tracker hinten drauf. So. Das könnt ihr gewinnen, das gehört noch mit ins Gewinnspiel. Das packe ich jetzt auch schnell alles mal wieder mit ein. Ist ein riesengroßes Paket. Wenn ihr was nicht braucht, wie gesagt, könnt ihr ja weiter verschenken. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das wieder alles hier reinbekomme. So. Das ist der erste Teil davon. So, dann könnt ihr dieses große Paket gewinnen. Da ist einmal dabei eine original verpackte Rubbelhilfe in blau, lila, pink. Original zu, das könnt ihr gewinnen. Dann könnt ihr ein paar Würfel gewinnen, zwar von meinem Fundus. Ich habe jetzt mal ein paar Würfel zusammengepackt. Sind 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9 Stück. Dann könnt ihr natürlich auch zwei Spiele gewinnen und eine Challenge, die habe ich jetzt hier mit reingepackt. Und zwar die Challenge ist die Lofi Kira mit passendem Tracker. Sind insgesamt, ach ne, hier steht gar keine Spaßsumme, das ist ja so ein, könnt ihr euch überraschen, wie viel da drin ist. Das ist mit dem Paket. Dann ist im Paket von Kaffee und Quatsch ihr Spiel Zirkus Caselli mit Dashboard, mit Tracker. Mit passender Rubbelkarte und mit dem eigentlichen Spiel. Hier aus der Stadt. Das geht dann einmal so ringsrum. Hinten sind die Ereignisfelder erklärt. Das könnt ihr mitgewinnen. Das kommt mit ins Paket. Und das neue von Budget Magic, die Happy Easter. Ist auch einlaminiert. Total süß gestaltet. Auch mit Tracker, der ist auch einlaminiert. Und mit dem eigentlichen Spiel, mit Magnet. Hier unten ist der Stadt und dann könnt ihr selber entscheiden, wo ihr langlaufen wollt, ob ihr hier unten langlaufen wollt oder hier oben. Und ja, sind relativ humane Beträge. Die kleinsten sind 2, die größten sind 9 Euro, mit 10 Euro Zucker. Hinten sind die Ereignisfelder erklärt. Ist ein schönes Osterspiel, gerade jetzt für die Osterzeit, die jetzt kommt. Und ja, das könnt ihr noch mitgewinnen im Paket. So, das packt man jetzt schnell alles wieder hier ein. So, ist alles drin.
Das gehört noch mit dazu. Und dann gehört natürlich auch dieser Binder dazu. Den habe ich nämlich auch, den Binder. Ich habe mir den nämlich nochmal bestellt für euch. Der war auch relativ schnell weg gewesen. Den habe ich auch einigermaßen schon so ein bisschen eingerichtet. Und zwar gehören die Klamotten mit dabei. Hier ist noch das Zubehör von dem Zirkusspiel, von dem Zirkus Caselli Spiel. Die Lose, Würfel und Magnet. Das ist auch noch original die Pappe drin. Und diese Zippertaschen, die habe ich reingemacht. Die waren hier nicht drin vorher. Das sind, glaube ich, 5 Stück. 1, 2, 3, 4 und 5. Genau. Das, alles, was hier drin ist, könnt ihr auch noch mitgewinnen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist natürlich Abonnent sein von mir. Unter diesem Video schreiben, dass ihr daran teilnehmen wollt. Also Hashtag Budgeting. Und das andere Gewinnspiel, das wird beides zusammen gemacht. Hashtag Kerziges. Damit ich weiß, wer mit dran teilnehmen möchte. Es wird ungefähr eine Woche begehen, das Gewinnspiel. Und ich werde auch wieder meine Instagram unten verlinken und mein Facebook. Gerade der Gewinner oder die Gewinnerin brauche ich ja auch die Adresse zum Verschicken. Das könnt ihr mir dann oft entweder per Facebook schreiben oder per WhatsApp schreiben oder per E-Mail. Ich werde auch meine E-Mail unten mit reinschreiben dann im Gewinnspiel. Ich werde dann im nächsten Video dann auch, was ich dann abdrehe, auch den Gewinner verlosen. Und ja, das ist einfach so ein kleines Dankeschön von mir für euch. Und ja, ist ein schönes Starter-Set, würde ich sagen. Habt relativ viel zu tun, viel zu sparen. Ist von fast von jeder Jahreszeit ein bisschen was dabei. Und ja, das ist mein Gewinnspiel. Wie gesagt, ihr müsst 18 Jahre sein, Abonnent von mir sein und dann könnt ihr auch eigentlich schon gewinnen. Dann hüpft ihr mit in den Lostopf rein und ja, wie gesagt, ich werde auch unten in der Infobox die ganzen Informationen nochmal hinschreiben. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Und ja, würde ich sagen, viel Glück und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.